So, jetzt habe ich hier Camus aus Mecklenburg-Vorpommern bei mir sitzen. Wie geht's euch denn? Ja, uns geht's, glaube ich, relativ gut. Also genau, hat viel geklappt auf der Bühne. War, ja, wir sind ganz zufrieden. Ja, das hört man gern. Wie fandet ihr denn euren Auftritt jetzt im Großen und Ganzen? Ja, relativ stimmig. Hier und da, wenn man die Songs genau kennt oder so drinsteckt wie wir, dann kann man sicherlich ein, zwei Fehler hören. Aber ich glaube, so für das ungeübte Publikum von uns war es ganz okay. Okay, alles klar. Erzählt doch mal, wie war es für euch der Weg zum Local Heroes Bundesfinale? Also war es ein sehr steiniger und schwerer Weg? Oder würdet ihr sagen, es war ganz easy peasy? Wir hatten das lustig, weil du hast ja die Frage vorhin auch schon bei der ersten Band, die war bei Charlie Levin. Ja, und da mussten wir ein bisschen schmunzeln, weil die meinten, oh, bei uns war ganz einfach, wir hatten nur zwei Runden. Und da meinten wir haben nur eine Runde bei uns in Neckpommern. So also kommt's raus. Es ging schon, aber wir hatten schon viele gute Bands auch dabei und das war eine knappe Kiste. Und Sippel, genau, ja, das war ein... Genau, es war ein cooles Konzert, aber es war jetzt auch nicht der steinigste Weg. War einfach ein cooles Konzert und wir hatten Glück, würde ich sagen. Ne? Ist ja immer mit Musik schwer vergleichbar und ja, deshalb können wir glücklich sein, dass wir hier sind. Ja, das ist eine schöne Einstellung, wie ich finde. Wie sah denn euer Alltag vor Local Heroes oder was habt ihr, wie war eure Band? Oder ihr seid ja eigentlich ein Duo, ne? Keine, weiß nicht, sagt man Band? Gerne, ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Band, Duo? Egal, ist ja auch egal. Wie war denn euer Alltag, bevor ihr zu Local Heroes kamt oder wie seid ihr vielleicht auch darauf gekommen, zu Local Heroes zu kommen? Ja, also wir haben tatsächlich eine Einladung bekommen und kannten das Format einfach bei uns in Rostock, ein sehr schönes Format. Man hat einfach einen Abend mit vielen verschiedenen Bands und wir waren da öfter schon als Gäste einfach da. Ja, und für uns im Alltag hat sich jetzt, würde ich sagen, nicht so viel verändert. Wir haben das Glück, dadurch, dass wir so ein kleines Setup haben, recht viele Auftritte einfach so spielen zu können. Mhm. Und brauchten jetzt, genau, haben uns dafür einfach, haben das weitergemacht, was wir immer tun. Und ja, es fühlt sich ganz gut an. Okay, schön. Wie sieht es denn nach heute Abend aus? Tut ihr da auch weiter, was ihr immer tut? Oder habt ihr so einen ganz speziellen Plan euch schon zurechtgelegt? Na, definitiv tun wir das weiter, was wir immer tun. Aber was wir brauchen, wir haben jetzt ja bei Local Heroes, bei dem Ausscheid, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Ländern ist, aber in Meckpommern, da gewinnt man so eine Tourforderung, wenn man das gewinnt. Und wir haben jetzt auf jeden Fall vor, eine Tour zu machen im Frühjahr. Und da sind wir gerade am Plan, das ist ja nicht so einfach. Da haben wir auch gar nicht so viele Kontakte und müssen mal gucken, wie wir es hinkriegen. Das ist so das nächste große Projekt, genau. Ja, cool. Habt ihr schon eine Idee, was das für eine Tour werden soll? Also eine Deutschland-Tour wahrscheinlich. Ja, ne? Schon so. Also, ja. Ne, also was Großes trauen wir uns da, glaube ich, auch noch nicht zu. Schön kleine Schuppen, die schnell voll sind, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, schön. Schön zu hören. Warum solltet denn gerade ihr gewinnen? Ich weiß, das ist jetzt so eine typische Vorstellungsgesprächfrage irgendwie. Aber gibt es da irgendwas so ein... Naja, erzählt doch jetzt mal. Ja, warum sollten wir gewinnen? Aber ich glaube, wir haben einfach eine ganz gute Synergie auf der Bühne. Ich glaube, man merkt, dass wir gerne zusammenspielen und dass wir auch so ein bisschen out of the box Musik machen. So ein bisschen nicht immer nur das machen, was alle machen. Deshalb, das wäre ein Grund, der mir einfallen würde, aber das ist natürlich auch kein Kriterium so. Also es gibt ja viele gute Bands, wir haben schon viele gute Bands gehört. Also das ist aber auch nicht das, worum es uns in erster Linie geht, glaube ich. Ja, das ist auch schön. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg noch heute Abend weiterhin. Und ja, ihr dürft euch jetzt alle freuen, denn Camus spielt uns jetzt natürlich auch noch eine Session. Und ja, dann legt mal los. Ich gehe von der Bühne runter und viel Spaß.